Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fegelein. 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 Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zur Rückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Jetzt hätte der Steiner angreift. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Irgendwas muss getan werden. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argument zulässig. Ganzer erobert. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Und stößt auf Stahlsdorf vor. Verrat! Ich bin das letzte Bollwerk der gewesen gefahren. Der Kampf von Berlin. Ich bin deutsche Schütze geschlachten. Und auf was ist los? Woher kommt die Schießerei? Nur der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken. Ich glaube! 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Only man in white should be so close. Ja. I will do same for you one day. Ist diese Kultur aus dem besten Europa geschwemmt? Der Angriff Steiners war ein Befehl! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stecker. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfragen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie um erbittet. Ja! Dann bin jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Mein Führer? Ich habe heute von Clausewitz ausgegeben. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe. Unsere Kräfte, mein Führer. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Und sind die, das war ein Befehl! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlt! Sie werden erzaubt von ihrem eigenen Blut! Bringen Sie mir Fegelein! 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 In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag auf Rückwärts. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ja! Das trifft mein Führer. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich glaube! Suchen Sie ihn! Let's do that again. Aus dieser Kultur aus dem besten Europa geschwemmt. Ich bin das letzte Bollwerk, das ich nicht gefahren. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Hurra, Freaksack! Good target practice! Was? Auf ihn!
zurück! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Ich will Fingern ziehen! Sofort! Anders kann ich das nicht. Die Affen zum Beispiel. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Die Logik ist raus. Ja, vielleicht schon tot! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ach, Unsinn! Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich möchte dann unter freiem Himmel. Und schickt zum autorisierten Hunger, der ist ein Krank! Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ja. I'm gonna find a meat sack to put a hole in. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Unverständlich. Merchandise, baby! Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Feng! Das in San Francisco und in den Alliierten Differenzen entstehen, sie werden einstellen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schalt die Armee ins Kehrfach! Dann entlösen wir die Westfront. Verhalt, das Versager! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Tja, in unserem Staate möglich gemacht! Feng! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Versuchen Sie ihn! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Feiglinge! Mein Führer, du bist die 9. Armee verloren. Führer, du bist die 9. Armee verloren. Führer. Das war ein Befehl! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Woher kommt der Schießerei? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorstwiller. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wir sprechen einen anderen Mal darüber. Unter allen ausgerechneten Himmler! Sie ist ohne Ehren! Sie nennt sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält. Dann schalt die Armee in Kehrtbach! Wie bitte? Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum, ein Mädchen kommt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht für das und umstehen. Egal, was ich dir erzähle, das waren wir am Ende. Kapitulieren niemals. Das ist empörend. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rote erobert. Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rote verteidigen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. An meiner Person! An meiner Person! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mein Fehler, mein Befehl! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ein paar Vanille Faulpelz! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrauben! Jeder hat mich verlogen, zu sagen, was ist das? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinen. Allein auf mich gestellt. Die Generalität ist auf das Schweiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehren. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Kann und darf nicht sein. Soll der
der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie ein Angriff? Wenk ist ja unwahrscheinlich. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind wir denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es so wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Kommen Sie, ich muss hier raus. Ich bin mit mir zur Hölle gekommen. Ja, was für manche Leute eine Überraschung sein. Ja. Zeitpunkt ist da, wir sollten es schon packen werden. Ich befehle Sie! Sofort! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und wenn wir Russland sofort nicht mit einer Flagge versetzen, dass er alles rettet. Ja! Das heißt, der Führer wird heute nach Clausewitz ausgehen. Ja! Fucking destroy them! Bunker. Ich habe die Widerstände entnommen wie die Gegenwehr. Der Fremdrassen immer mit globaler Härte, Eiskalt nieder. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um 10. Wir müssen jetzt handeln! Dann zeig die Armee die Kirche! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ja! Feiglinge! 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 Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Verdammt! Feiglinge! Er ist gestrippt! Er ist gestrippt! Jeder hat mit meiner Auge zum Angriff verstanden! Haben Sie noch zwei Fehler neue Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken?